Grüezi, Servus und Hallo, Swiss hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch das Video anschaut. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe mir die Toulon zugelegt und im Zuge des Zulegens natürlich auch ein paar Runden mit ihr gedreht. Und das war eine ganz ordentliche Runde. Ich mir dachte, könnt ihr euch ja mal zeigen. Aber bevor ich euch zeige, was ich da so mitgeritten habe, würden wir erstmal sagen, gucken wir uns an, wie ich das Mädel geskillt habe. In unsere Toulon haben wir Folgendes eingebaut. Auf Platz 1, Ziersystem Mod 1. Ich wollte einfach mal ausprobieren, ob sie die Genauigkeit gebrauchen kann. Muss sagen, ich fühle mich damit sehr wohl und werde das auch drin lassen gegen die Turmdrehgeschwindigkeit. Ich komme damit relativ gut klar, dass sie nicht so schnell drehen. Platz 2, Antriebsmod 2. Auch mit dem Mädchen, gerade mit dem Mädchen, macht es natürlich Spaß, wenn da ordentlich einer auf den Stempel drückt. Denn die ist sehr beweglich, was natürlich auch im Steuergetriebe Mod 3 liegt, das ich einbaue, weil ich eben die Beweglichkeit möchte. Ich kann mir aber vorstellen, da sie eine relativ starke Grunderkennbarkeit hat, dass man hier auch noch das Tarnsystem benutzen möchte, ist selbstverständlich. Absolut okay. Wie gesagt, spielt das Schiffchen so, wie es euch entgegenkommt und dann ist der Rumpf eingebaut. Die Leistungssteigerung und das Zielauswahlsystem, das sind die Pflichteinbauten. Auf der Brücke schiebt Dienst der Herr Lemonnier, assistiert von den Herrschaften Riegerwald und Mimbelli. Der Herr Riegerwald gibt uns etwas Ladezeit der Kreuzerhauptgeschütze und erhöht etwas den AP-Schaden. Und der Herr Mimbelli verbessert nur die Ladezeit der Kreuzerhauptgeschütze. Basisfähigkeit ist begrenzte Gelegenheit. Dauer der Erkennbarkeit des Kreuzers nach dem Schießen minus 23,75% auf unserer Stufe. Und an Perks ausgewählt haben wir außerhalb der Reichweite Pyromane durchstoßen, fixiert und vollständig verpackt. Außerhalb der Reichweite, das wisst ihr, wenn ihr meine Videos guckt, wir wollen Range, müssen wir nicht länger drauf eingehen. Pyromane habe ich mich für entschieden, um die HE noch ein bisschen zu pushen. Wir haben keine Torpedos, Home Run fällt weg. Man kann hier aber auch sehr gut, bevor es zu spät ist, nehmen, also dass man gegnerische Torpedos ein bisschen früher erkennt. Ich habe mich für Pyromane entschieden, genauso an dieser Stelle für Durchstoßen, ne? Die AP wird gepusht. Und dann habe ich mich gegen steuerbar entschieden, für fixiert, um nochmal die Granatengruppierung und die Streuung zu verbessern. Und zum Schluss vollständig verpackt, alle Verbrauchsmaterialien einmal mehr an Lager. Und derer haben wir Schadensbegrenzungsteam unbegrenzt. Dreimal Sonar, 4,2 Kilometer Ortung von Schiffen, 3 Kilometer Ortung von Torpedos, das ist in Ordnung. Drei Heilungen mit 228 TP je Sekunde. Das ist jetzt nicht Juhu, aber auch nicht gerade unbedingt Brrr. Also liegt so in der Mitte. Und natürlich den Motorboost. Was man hier noch sagen muss, also wer hier wirklich den Katapultjäger nimmt, der soll den Katapultjäger nehmen. Ich bleibe dabei der Heilung, da habe ich definitiv mehr von. Weil einfach nur, dass die Fliegerlein aus Dekorationsgründen umkreist, kann ich mir auch nicht verkaufen. Und damit kommen wir auf folgende technische Werte. Artillerie, 2x4 305 mm Granaten schicken wir auf die Reise. 16,9 Kilometer ist die Reichweite, 25,8 Sekunden die Nachladezeit, 40 Sekunden die Turmdrehgeschwindigkeit. Das ist für einen Kreuzer eigentlich schon sehr verheerend. Aber wie gesagt, wenn man sie ein bisschen vorausschauend fährt, kann man da gut mit umgehen. HE-Höchstschaden 4050 mit 20% Brandwahrscheinlichkeit und 9016 wäre der AP-Höchstschaden. Die Sekundäre habe ich jetzt nicht unbedingt benutzen müssen. Sie liest sich nicht nach viel, also 12 und 6 Geschütze. Ja, kann man mal gut machen, aber ich glaube, so wahnsinnig viel richtet die nicht aus. Die Luftabwehr, die hat mich überrascht, ne? 52 liest sich ja verheerend, aber die macht ihren Job und zwar gar nicht so verkehrt. Ich muss wirklich sagen, ich hatte teilweise Runden, da habe ich mir fast einen freien Himmel verdient und ich habe sie ja nicht gepusht. Wir haben nichts auf die Luftabwehr ne, draufgemotzt, sondern die grundsätzlich gelassen. Ich bin sehr zufrieden mit ihr. Warum auch immer das so ist, sie ist es. Manövrierbarkeit, 30 Knoten schnell, 6,9 Sekunden Ruderstellzeit, 710 Meter Radius, liest sich nach nicht viel. Ist aber sehr agil, macht mir unheimlich Spaß, das Schiffchen. Und 11 Kilometer ist die Erkennbarkeit zu Wasser, was dran liegt, dass wir noch keine Lackierung drauf haben. Dann geht es natürlich unter 11 Kilometer. Also, das ist schon Knorke. Also, unter 11 Kilometer Erkennbarkeit für einen Kreuzer, das ist schon sehr schön. Wenn er das Tarnsystem noch einbaut, dann kriegt er ja noch ein bisschen mehr. Dann seid ihr unter 10 Kilometern. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, mir erschließt sich nicht der Sinn, aber das wird wiederum auch jedem überlassen sein, der sie gerne so spielen möchte. Dann wird's bunt. Unsere Panzerung. 16 mm Nasenpanzerung. Ja, also da ist mir persönlich ein bisschen schlecht geworden. Das heißt, alles bis und mit 228er Kaliber können wir ab. Alles, was drüber ist, können wir nicht mehr ab.
Und auf T6, ja, wir können an ein 5er-6er-Gefecht kommen, das ist durchaus möglich. Da sind die Schlachtschiffe natürlich böse. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Graf Spee, die da sehr böse ist. Die hat ein Kaliber, das da deutlich drüber liegt. Kreuzer können wir soweit, ja, die Schescher mit 2,35. Also da kommt schon einiges durch, aber alle Kreuzer bis und mit, ich sag mal, 210 mm, wie zum Beispiel New York, können wir ab. Alle Schlachtschiffe nicht. Kommt ihr aber in ein 6er-7er-Gefecht, und das soll ja schon vorgekommen sein, ja, dann könnte es durchaus unangenehm werden. Also, ihre Nase ist wie die von Kleopatra, hübsch und schön anzuschauen, aber sensibel. Also, obacht, wer mir da entgegenfahrt. Quer ab, das sind hier die Schnittstellenbildchen. 25 bis 160 mm. Also, untenrum geht es denn wieder, ne? Aber oben ist sie wirklich, sagen wir mal, fragil. Bug quer ab. 50 bis 160 mm sind auch wieder die Schnittstellen. Hier auch nochmal die Schnittstellchen. Also, sie hat schon eine gute Zwischenpanzer. Ist relativ kompliziert aufgebaut, das Ganze. Unterseite 30 mm, die hat sie aber nur hinten. Vorne haben wir es nicht. Das Deck bleibt dann 16 mm und die Achterpanzerung auch. Und dann haben wir nochmal quer ab mit 25 bis 160 mm. Also grundsätzlich von der Seite her, jetzt mal die Nase abgesehen, hinten am Pop ist, das ist gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Da haben wir uns schon mal was eingefangen, das jetzt nicht so brachial viel Schaden gemacht hat. Dann haben wir einen Torpedoschutz, 25 mm. Und die Zita wird natürlich nicht ganz davon eingekapselt, aber dafür von vorne bis hinten gleichmäßig. Also ja, außer natürlich hier am Ende wieder, ne, das was unten rausguckt, das ist natürlich doof. Aber sonst ist es ordentlich gemacht. Die Zitadelle ist tiefliegend, also sprich, ne, sie ist im Prinzip unterhalb des Wassers, was natürlich dafür sorgt, dass wir da auch durchaus anfällig sind. Und sie sieht relativ einheitlich aus. Also wir haben 30 mm Deck, 60 mm Seite, 50 bis 160 mm sind die Schnittstellen und auch oben 30 mm. Was nochmal mit dem Torpedoschutz zusammen einfach untenrum für ein bisschen Schutz sorgt, auch wenn da Torpedos einschlagen, nimmt wirklich was weg. Aber muss sich trotzdem hüten. Der Deckel hingegen ist relativ faszinierend und sehr ausführlich. Den lohnt sich's anzugucken. Quer ab, also das sind wieder die Schnittstellen. Das wären diese Schnittstellchen hier vorne und hinten. Ich glaube, in dem Moment ist vorne, das glaube ich geblinkt. Genau. Da haben wir 25 bis 160 mm. 30 mm Deckspanzerung. Der Panzergürtel besteht aus 25 und 170 mm. Und da unten haben wir noch was Oranges, das ist ein bisschen dazwischen. Das sieht für mich so aus nach 34 bis 75 mm, so in der Art, ein bisschen heller. Auch in Ordnung. Also im Prinzip, lustig, sind wir ein Stück weit mehrfach gepanzert. Ne? Also alles, was oberhalb der Wasserlinie, also ne, wir sind ja mehrfach gepanzert, von dem her, HE seitlich eintragen, kommt nur durch eine Stelle durch. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo wir waren. Quer ab ist wieder hinten. 25 und 160 mm. Und 30 mm Deck, das haben wir schon gesehen. Und die Deckschräge, das ist wohl das da unten. Das sind nochmal 25 mm. Also mit der Zita und dem Torpedoschutz guckt da eigentlich nur wieder hinten dieser kleine Schnibbel raus. Ansonsten ist sie schön eingepackt. Näschen vorne drauf und Popo drauf. Dann sieht man eigentlich, die ist ganz gut geschützt. Dann haben wir die Aufbauten und die Geschütztürme. Sind mir noch nicht weggeflogen, kann ich nichts drüber sagen. Also die sehen relativ massiv gepanzert aus. Dunkles Orange, ne? Da sehen wir rechts unten. Das sind schon Zahlen hier. 270, 203 bis 270 bis 300 mm. Also 305 sogar, nochmal 150. Also das ist okay. Ja, und Blaublüte Enzian. Den Spruch kennt ihr ja schon von mir. Da sind halt auch noch ein bisschen TP drin. Und gegen HE sind wir doch einigermaßen sensibel, um das mal vorsichtig ausdrücken zu können. Ja, und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an, was wir mit der Toulon gerissen haben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, da sind wir in unserer Runde mit der Toulon. Und wir bekommen es zu tun mit der Gokase, Boise, La Galationnaire, Bajoni, Al Cheshire, New York, Ismail, Renown und Serov. Und begleitet werde ich von Kollegen in der Toulon und der Independence. Und bis und mit Bajoni ist angriffstechnisch bei uns alles in Ordnung. Cheshire, New York, Ismail und Renown und vorne die Serov, da müssen wir höllisch drauf aufpassen, weil die können natürlich über den Karren verkratzen. Auf die andere Seite Gokase, Boise und La Galationnaire und eben die Bajoni, das sind HE-Schleudern. Also wenn die die Chance haben, auf uns wirken zu können aus der Deckung raus, dann sehen wir gewisse Probleme auf uns zukommen. Das wollen wir natürlich nicht. Und wir sind mittig gespawnt. Und wir haben gesagt, wir fahren nach links. Unser Kollege in der Independence, der macht sein Pollending. Also ne, in der Luft. Und
Ja, Toulon kann man sich kaufen, wenn man die französischen Kreuzer ein bisschen durchgespielt hat. Dann hat man dann unten die zweite Linie, die schweren Kreuzer, also die Schlachtkreuzer. Und da ist die Toulon die erste Station. Ich muss sagen, mir gefällt sie wirklich. Hört, hört. Swissy sagt, ihm gefällt ein Schlachtkreuzer. Ja, die ist wirklich cool. Die kriegt ihren Arsch um die Ecke. Das ist ja eins meiner Mindestanforderungen. Ich gehe doch auf einen Kutter, wo ich das Lenkrad in eine linke Richtung drehe und 10 Minuten später merke ich einen Luftzug, dass er sich dreht. Das kann ich nicht brauchen. Ich brauche, ne, hier, Temperamente in la Popo. Und super. Sie hat Speed, sie ist antrittsschnell. Herz, was will man mehr? Da gibt es Kreuzer, die nicht in ihrer Klasse sind auf T6. Da habt ihr das Gefühl, die brauchen ewig. Ne? Also da ist die Toulon wirklich richtig, richtig stark. So wie ich sie geskillt habe, finde ich sie sehr präzise. Macht Spaß, mit ihr zu arbeiten. Ihr werdet sicher noch andere Möglichkeiten finden, sie zu skillen. Aber ich finde sie so schon recht angenehm. Ich persönlich würde jetzt nicht die Luftabwehr und die Secondary skillen, weil nein, ich gehe da wirklich auf die Hauptbatterie und auf die Genauigkeit. Drehgeschwindigkeit der Türme muss ich mal gucken, wenn ich das Zielsystem rausnehme, ob sie dann noch so genau ist wie jetzt. Weil wenn nicht, dann lasse ich es wieder drin. Denn wie gesagt, ich kann mit dem Mädchen arbeiten. Einziges kleines Manko ist, also was heißt einziges? In meinen Augen sind es zwei. Ne? Die haben nur vorne die Geschütze. Also wenn er verfolgt wird oder von hinten überrascht werdet, dann kommt man in dumme Situationen. Vorteil, Nachteil, ja. Ich finde es einen kleinen Nachteil, auch wenn er mal irgendwo wegfahren müsst, was ihr mit dem Mädel könnt. Also mit der könnt ihr einem wegrennen. Das geht wunderbar. Dann habt ihr einfach hinten nichts zum Wehren. Und wenn ihr dann nur einen Turm benutzen wollt, müsst ihr schon ordentlich Wange zeigen. Darum sage ich, es ist ein kleiner Nachteil. Und der andere ist natürlich die Frontpanzerung. Ne? Also wenn irgendwas also ab 229 mm vorne auf euch schießt, dann können die euch so grausam die Nase brechen. Das glaubt ihr gar nicht. Das scheppert dann richtig. Ja? Und wir wissen ja, T5, T6 gibt es genug, geschweige T6, T7. Muss ich ja nicht erklären. Da kommt die Bajoni und Team Rot definierte ihre Aufgabe: Wir fahren breit. Na, ich mir dachte, gut, dann mach du das. Das war die Kollegin. Der Kollege im Schlachtschiff schießt HE. Ja, ich krieg den Kill natürlich nicht, ist völlig klar, ne? Warum auch? Ja. Hurra, hurra, die Schule brennt. Denn im Anschluss Madame Boisy, die relativ schnell gemerkt hat: ich glaube, das ist keine gute Idee, ich muss mal weg. Und haut ab. Doof ist nur, wenn man wendet. Achtung. Dann kommt gleich was. Ja. Ne? Hier, wenden. Also, ich bin hinter einer Insel und fahre vor. Und merke erst dann: Oh, Scheiße, da kommt ja ganz viel auf mich zu. Dann fahrt doch erstmal hinter die Insel. Ja, so schnell kann es gehen, Boysi. Dann fahrt doch erstmal, wenn möglich, hinter die Insel wieder zurück. Aber wendet doch nicht auf dem offenen. Ich meine, was denkt ihr denn? Team Blau ist voll on. Wir waren fokussiert, wir waren motiviert. Guckt auf die Zeit, drei Schiffe fehlen Ihnen schon. Also Team Rot, das obligatorische Bing Bing, wollte irgendwie was anderes machen wie wir. Die Ismail, die ist nicht unbedingt bekannt, dass sie super gut gepanzert ist, aber sie hat mörderische Geschütze aus unserer Sicht. Also müssen wir da aufpassen, dass die möglichst nicht uns ein Küsschen geben will. Und ja, mit der AP obendrauf. Wenn der Winkel nicht hundertprozentig stimmt, machen wir da jetzt nicht so viel Schaden. Das macht aber nichts. Wir beackern sie trotzdem und ich wollte auch nicht auf HE umschalten. AP gefiel mir in dem Moment. Und ich muss auch eins dazu sagen, es hätte auch mit der Distanz zu tun. Ne? Wir haben das ja alles schon mal durchgenommen. Je länger die Murmeln fliegen müssen, umso mehr Punch verlieren sie, umso mehr Geschwindigkeit, Durchschlagskraft. Aber wenn sich jemand im Nahkampf unseren 305ern entgegenstellt, wie zum Beispiel eine. Nein, keine Ismail. Da kommt gleich was. Da kommen eigentlich zwei. Voll geil. Ne? Die Isi geht wieder zurück zum Motto: Wir fahren breit. Na, ich mir gedacht, mach du das? Ja, nicht ganz breit, aber so halbe. Wir fahren wieder ein bisschen vor und dann kommt auf der rechten Seite Schmackofatius eine New York unter 5 Kilometern breit, wie sie auch nur kreiert werden konnte. Ja, hallo, mein Hase. Dann sage ich dir nochmal guten Tag. Und? Jo, minus 14.103. Guten Appetit, meine Liebe. Und eine breite Lagger. Da fehlen mir die Worte. Und die merkt nichts. Die spürt nichts. Die hat kein, ob die ein Bild, die hatte vermutlich einen Controllerausfall. Der hat krampfhaft probiert, an Sticks rumzudrücken und das Schiff wird einfach geradeaus. Das ist doch nicht normal, Leute. Sagt doch mal ehrlich. Hä? Drei Schiffe. Alle fuhren so. Easy! Was macht die Easy? Stimmt ein in den Chor der Breiten.
Ja, was sollen wir denn da machen? Da können wir nur zuschlagen. So Angebote lässt man sich ja nicht ab. Wegnehmen. Das Angebot nehmen wir an. So, Punkt. Sind einverstanden. Und auch die Geschwindigkeit, in der da. Also, wir waren wirklich sowas von speedmäßig unterwegs, war schon sehr beängstigend. Und wirklich tangiert wurde ich. Also, mein Kollegen wurde geschossen, ich kriegte hin und wieder meine Verzweiflungssalbe, aber wirklich was getroffen hat mich nicht. Und dann ist da die Gokase und dann habe ich mir gedacht, Mäuschen, auch du, ne? Du hast den Breitvirus. Nein, du kannst ein bisschen wegdrehen. Ja, dann mach du das mal. Mal gucken, was passiert. Ja, nehmen wir so uns, ne? Ist ja nicht mehr viel dran. Und wie gesagt, bei so leichten Kreuzern spielt bei 305er nicht eine Rolle, wo ihr durchkommt. Ihr kommt durch. Das ist völlig okay. Dann gehen wir jetzt auf die New York. Die hat uns ja schon ordentlich was spendiert. Und dann würden wir uns nach der New York der Ismail widmen. Spielstand? Ja, Team Blau erfreut sich bester Gesundheit. Team Rot hat mehr als die Hälfte vom Team schon mal in Hafen. 6 von 9 sind im Hafen. Okay, darum habe ich gesagt, das ist Toulon à la minute. Also, darum muss ich mir auch sputen mit dem Erzählen, beziehungsweise, ne, jetzt gucken wir uns noch schnell eine Salve auf die Ismail. Eben, wenn ich so stressen muss im Gefecht, dann kriege ich es immer so, ne, dann geht's hier los mit der Zunge, dann will sie nicht mehr so richtig gerade ausgucken und dann kommen so komische Sachen bei rum. Und nicht mal die Serov hat uns groß beachtet, also was will man da sagen? Oh, schöner Hit auf die Ismail. Und apropos schöner Hit, kommen wir zu was anderem. Ja, den Torpedos weichen wir easy aus. Wenn euch mein Video gefallen hat, ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, oder einen netten Kommentar, oder beides. Oder ihr haut noch ein Abo oben drauf, das wäre natürlich richtig dufte, weil dann käme ich ja dem Ziel meiner 600 und... 30 Abonnenten näher. 639, 640. Ja, also jetzt neu 640. Also es ist wieder viel dazugekommen. Die Swissy Family ist wieder gewachsen. Vielen lieben Dank an alle, die neu dazugekommen sind. Merci vielmals für euren Zuspruch, für eure Unterstützung. Finde ich super, finde ich klasse. Und genauso üblich an dieser Stelle auch der Dank an meine Langzeitbegleiter und längerfristigen Begleiter. Euch vielen lieben Dank für eure dauerhafte Unterstützung. Macht Riesenspaß für euch Content zu machen und werde ich auch weiterhin machen, da lasse ich mich gar nicht beirren. Und an der Stelle auch vielen lieben Dank an meine wachsende Zahl an PlayStation-Follower. Klein, aber fein, gedeihen sie und wachsen. Super, macht weiter so. Ihr seid prima im Teilen, in allem drum und dran. Macht ihr richtig gut. Vielen lieben Dank. Und wen ein bisschen mehr vom Swissy interessiert, der darf gerne auch im Discord-Server beitreten. Die Einladung werde ich unter dem Video unter mehr verlinken. Ja, und das war's auch schon zum Video. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt mir alle gesund und munter. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Stream oder im nächsten Video. Macht's alle gut. Euer Swiss Express.